Ja, wir sind hier in Ebnat-Kappel, am Zielort der letzten Etappe. Also die dritte Etappe kommt hier in Ebnat-Kappel an. Und dann ist die vierte Etappe ist wirklich die Schlussetappe von der Tour de Suisse Women. Kurz nach dem Start geht es auf die grosse Stadtschlaufe. Die ist etwa zwei Drittel lang von der Etappe, also gut 60 Kilometer. Bevor man dann auf die kleine Runde kommt, auf die finale Abschlussstrecke. Die letzte Etappe ist eine recht schwere Etappe, nicht sehr lang, mit 100 km, aber fast 2000 Höhenmeter. Schon auf der Startschlaufe geht es wirklich permanent fast bergauf und dann wirklich die knackigen Aufstiege. Die kommen dann ganz zum Schluss auf dieser kleinen Schlussrunde. Ja, der Schlussaufstieg, der ist sehr unrhythmisch. Es hat immer wieder mal flachere Stellen drin, dafür auch wieder steile Rampen. Und da werden wir vermutlich die entscheidenden Attacken noch sehen. Jetzt sind wir in diesem Aufstieg von der Schlussrunde und jetzt sind wir etwa in der Hälfte. Aber das Stellstück fängt eigentlich jetzt gerade hier an. Wirklich etwa in der Hälfte, ganz unten ist es steil. Aber jetzt ab hier ist es relativ schmal und bleibt eigentlich immer wirklich so happig steil. Der Großteil der Strecke der vierten Etappe ist eigentlich auf schmalen Strassen. Also das heisst, es geht schmal bergauf. Positionierung wird enorm wichtig sein. Wenn es schmal bergauf geht, dann geht es meistens eben auch eng hinten runter. Und da muss man wirklich auch technisch gut sein. Es hat doch Abfahrten mit Haarnadelkurven, die sehr schnell sind. Also Technik und die richtige Position wird da auch alles entscheidend sein. Als gute Bergfahrerin muss man sicher hier versuchen vorzufahren. Also das ist eine gute Gelegenheit. Der Weg vom Berg bis ins Ziel beim letzten Mal, das sind gut 11 Kilometer. Und das ist durchaus machbar. Wenn man da Lücken aufreißen kann, kann man das bis ins Ziel bringen. Ja, wie man hier im Hintergrund sieht, ist das eigentlich die Ziellinie, wo es zum Schlusssprint wird kommen können. Aber auch der ist nicht ganz flach. Das ist wirklich so ein bisschen die Charakteristik dieser Etappe. Es ist ein stetiges Auf und Ab, also flache Kilometer auf dieser Etappe sieht man selten. Ja, meine Einschätzung von der letzten Etappe ist, dass es wirklich nochmal um Gesamtklassement geht. Die Etappe ist genug hart, dass wirklich die guten Bergfahrerinnen da angreifen können, dass die nochmal die Zeit gut machen können. Ich denke schon, dass der Anfang wird ein Ausscheidungsfahren sein und auf den letzten zwei Zusatzrunden werden sicher nur noch die Besten übrig sein und ich denke, es wird nochmal einen Grosskampf geben. Das Streckenprofil der letzten Etappe lässt wirklich das Ende der Tour de Suisse offen. Ich denke, es könnte wirklich bis zu den letzten Kilometern immer noch etwas passieren. Man kann da noch entscheidend Zeit gut machen oder noch entscheidend Zeit einbüssen, dass man das Trikot noch verlieren könnte, am allerletzten Tag oder sogar auf den allerletzten Kilometern.